Die Spinnen, die Römer, ein Musical-Klassiker mit Klamauk und Ohrwürmern an der Wiener Volksoper. Schräger Gangster im Punk-Look, Marcello Di Nardo als Mackie Messer. Viel los im Dschungel, das Wiener Theaterhaus für die Jung- und Junggebliebenen. Marcello Di Nardo ist der Mackie Messer im Wiener Volkstheater. Der interessante Schauspieler ist ebenso ein Erfolgsgarant wie die Wahl des Stückes. Die Drei-Groschen-Oper ist die Cash-Cow des Theaters. So schlecht kann eine Aufführung gar nicht sein, dass sie nicht die Kasse füllt. Im Volkstheater will man Erfolg um jeden Preis. Schon die Werbung befremdet. Der Direktor ist vorweihnachtlich gestimmter Onkel Lustig und Hauptdarsteller Di Nardo mit nackerten Models. Der Gangsterboss trägt, warum auch immer, grellen Punklook. Seine Angetraute Katharina Strasser muss sich mit biederem Kleidchen begnügen. Brecht und Weils Meisterwerk, diesmal ohne Schmäh und Witz. Bierernst, bleiern und schwer. Mackie Messer ist auch in skurrilem Outfit eine jener Traumrollen, für die Di Nardo zum Theater gegangen ist. Ich glaube, der Antrieb des Ganzen war, unabhängig, reich, berühmt und beliebt zu sein. Also das war der Hauptgrund. Dass damit sehr viel Arbeit verbunden ist, das habe ich viel später herausgefunden. Und vor allen Dingen habe ich sehr viel später herausgefunden, dass es das Einzige ist, was ich wirklich kann, wofür ich auch die Disziplin aufbringe. Geboren und aufgewachsen ist der sensible Schauspieler in ärmlichen Verhältnissen. Ich bin 100% Italiener, also mein Vater ist vom Norden, meine Mutter vom Süden. Dann ist der Vater ausgewandert in die Schweiz, war da halt Gastarbeiter, Hofmann Lausch, Sibagegi, so was jeder damals gemacht hat. Und somit sind wir dann in der Schweiz gestrandet. Und später habe ich mich dann einbürgern lassen, weil ich nicht ins Militär wollte. Es wird nur noch eine Frage von Wochen sein, bis ich endgültig ins Bankgeschäft einsteige. Vom Banker keine Spur. Schauspieler wollte er werden. Lernen musste er zunächst ganz andere Berufe. Ich sollte Automechaniker werden. Das ist ein absolut lächerlicher Gedanke. Ich bin gerade mal froh, wenn ich das Zündschloss und das Steuerrad finde. Gelernt habe ich dann schlussendlich Kleiderverkäufer, also eidgenössisch diplomierter Konfektionsverkäufer ist mein Berufstitel. Dann habe ich Friseur angelernt. Das war mir zu kompliziert. Und dann wusste ich, dann kann ich Schauspieler werden. Komm rein zu mir und küsse mich. Sein Temperament bezeichnet er als typisch italienisch. Mit Bunga Bunga hat er freilich nichts im Sinn. Worin unterscheiden sich Österreicher von Italienern? Der größte Unterschied ist, dass man es nicht so genau nimmt. Man verabredet sich für montags um 3 und erscheinen tut man donnerstags um 4. Und keiner regt sich darüber auf. Und sobald man sich entspannt und der Engländer sagt, go with the flow, dann wachsen die Sachen automatisch zusammen und alles entwickelt sich zum Wohlgefallen. Willst du mir auch treu sein, Mac? Es liegt nahe, Di Nardo nach dem Geheimnis des italienischen Krisenmanagements zu fragen. Oder glaubst du, ich werde gleich das Gleiche vergelten, Polly? Die Italiener haben eine Fähigkeit, dass der Tisch immer gedeckt ist. Auch bei uns zu Hause, ich habe mit meinem Vater in einer Mansarde gewohnt. Und er war alleinerziehender Vater von 2 Kindern. Aber pünktlich um 18 Uhr ist der Tisch reich gedeckt gewesen. Es hat hinreißend geduftet. Wir sind alle angezogen, gebadet und geduscht, am nächsten Tag zur Schule gegangen. Und er hat uns trotzdem ein anständiges Leben geboten. Irgendwie schaffen sie das immer irgendwie. Und diese Eigenschaft ist den Italienern bis heute nicht abhanden gekommen, egal ob noch 5 Berlusconis daherkommen werden. Und wir hoffen wirklich alle miteinander, dass dem nicht so ist. Und daran nehmen wir uns gerne ein Beispiel, auch wenn unser Theater nicht gerade mit südländischer Leichtigkeit daherkommt.